Sehr wahrscheinlich leben sie weder in der Vergangenheit, noch blicken sie in die Zukunft. Dann sagte der Mann, wenn es stimmt, dass sie weder an Vergangenes denken, noch auf eine bessere Zukunft hoffen, dann leben sie nur in der Gegenwart. Und dann besteht ihre Existenz nur aus Leid. Diesem 16-Wochen-Zyklus folge ich auch heute noch. Das Hamburger Huhn, eine altdeutsche Rasse. Und hier die beste Legehenne, das Leghorn. Das ist der Standard of Perfection, das amerikanische Handbuch für die Geflügelmast. Man vergleicht die Bilder im Buch mit den Tieren, solange bis man sich das Bild eingeprägt hat. Der leicht gebogene Schwanz, die Höhe des Halses über dem Kopf. Als ich mich entschloss, wieder Geflügel nach dem Rassestandard aufzuziehen, habe ich mich für alte Rassen entschieden. Ich bin auf einer Farm in Kansas groß geworden. Mein Vater verdiente sein Geld auf Zuchtvieh schauen. Für mich als Kind waren diese Messen so aufregend wie Weihnachten oder Ferien. Mein Vater erzählte, dass er mich, wenn ich verschwunden war, immer beim Hühnerstall gefunden hat. Mit 5 bekam ich meine ersten Schauhühner.
Diese ziehen wir auf. Das Plymouth Rock ist die älteste amerikanische Rasse. Diese Hühner wurden zwischen 1850 und 1950 millionenfach gehalten. White Jersey Giant ist eine tolle, sehr langsam wachsende Rasse. Ein Grund, warum sie unbeliebt wurde. Außer meinen 50 gibt es davon weltweit wahrscheinlich nur noch 20 Stück. Was ich hier mache, ist nichts Neues, sondern die alte Schule. So wie vor 50 Jahren. Damals haben sich die Farmer noch gegenseitig dabei geholfen, die Produktion zu verbessern. Das gibt es heute nicht mehr. Frank erzählt die Geschichte von Celia Steele, einer Hausfrau aus Delaware, der 1923 ein folgenreiches Missgeschick passierte. Sie hatte 50 Küken bestellt, bekam aber 500 geliefert. Anstatt sie zurückzuschicken, versuchte sie, die Tiere im Stall über den Winter zu bringen. Eng zusammengepfercht und ohne Tageslicht waren die Überlebenschancen gering. Doch neuartige Futterzusätze wie Vitamin A und D änderten das. Steele machte weiter. 1926 besaß sie bereits 10.000 Hühner. 1935 waren es 250.000. Nur 10 Jahre nach Steels Experiment war die Delmarva-Halbinsel zum Geflügelzentrum der Welt geworden. Es war die Geburt der modernen Geflügelproduktion und der Massentierhaltung. Niemand hatte einen Startschuss für das Rennen an den Tiefpunkt abgefeuert. Die Erde hatte sich nur ein wenig geneigt und alle sind in den Abgrund gerutscht. Überprüf mal die Klarheit. Nummer notiert? Probe 3E. Da ist jemand am Schuppen. Zwischen den Baumreihen fließt ein Bach, der ungefähr 5 Kilometer lang ist. In seiner Nähe gibt es 31 Massentierhaltungsbetriebe, die ihr Abwasser in den Bach leiten. Deshalb entnehmen wir jetzt Proben und lassen sie untersuchen. Der Osten von North Carolina ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Die Bevölkerung ist arm und hat politisch wenig Einfluss. Nirgendwo ist die Dichte an Schweinen so hoch wie hier. Und bald haben wir auch die meisten Geflügelmastanlagen der Welt. Dieser Fluss war mal ein Traum. Man fing in wenigen Stunden mehr Fische, als man essen konnte. Man hätte vom Fischfang leben können. Anfang der 90er Jahre fingen mein Sohn und ich plötzlich Fische mit Geschwüren. Gleichzeitig nahm das Fischsterben zu. Und dann bekamen wir die gleichen Wunden wie die Fische. Wir angelten weiter, bis die Ufer mit toten Fischen übersät waren. Es waren so viele, dass man sie mit Bulldozern am Strand vergrub. Dann war für uns Schluss. Ich weiß noch, wie ich damals an der Mündung Sedimente und andere Sachen im Wasser entdeckte. Ich wusste aber noch nicht, wer oder was für das Massensterben im Fluss verantwortlich war. Auf dem Rückflug nach New Bern bat ich den Piloten, den Trent River hochzufliegen, um zu sehen, was da los war. Dabei entdeckte ich im Jones County diese Becken mit pinker Flüssigkeit. Ich wusste noch nicht, was das war.
Daneben standen Ställe. Fliegt man in 300 Meter Höhe über Dublin County, sieht man in alle Himmelsrichtungen verteilt 100 Becken. Ich rief Freunde bei der Abteilung Wasser in North Carolina an und fragte, was ist das? Sie sagten, weißt du das nicht? Das sind Güllebecken. Pinkes Becken klingt nett. Man denkt an eine Frau im Badeanzug, an Liegen, Cocktails und Entspannung pur. In Wirklichkeit sind da 10.000 Schweine in Ställe eingepfercht. Ihre Ausscheidungen werden durch einen Spaltenboden in diese riesigen Güllebecken geleitet. Der Boden ist weder mit Beton noch mit Kunststoff versiegelt, sondern besteht nur aus Kot. Sind die Becken voll, muss irgendwas mit dem Fäkalien-Urin-Gemisch passieren. Sie sprühen es in die Luft und in die Gräben und Gewässer. Die Flüsse kippen um, die Fische sterben und die Menschen werden krank. Die Erde ist rund 4,3 Milliarden Jahre alt. Säugetiere gibt es erst seit 60 Millionen Jahren und den Homo sapiens seit 200.000 Jahren. Das, was wir mit der menschlichen Zivilisation verbinden, ist erst in den letzten 10.000 Jahren entstanden. Gegen Ende dieser 10.000 Jahre kam es zu einem rasanten Bevölkerungswachstum, der Entstehung der Konsumwelt und der Befreiung von den Zwängen der Natur. Alles Entwicklungen der letzten 200 Jahre. Den größten Schub aber gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannte große Beschleunigung. Diese Transformation wird auch als Anthropozän bezeichnet, ein Zeitalter, das von der Menschheit bestimmt wird. Wir sind Goliath und die Natur ist David. Zu keiner Zeit der menschlichen Zivilisation hatten so viele Menschen die Chance auf ein würdiges Leben. Gleichzeitig hat es in unserer Geschichte noch nie so viele Menschen gegeben, die keinen Zugang zu den notwendigen Bedingungen eines würdigen Lebens haben. Noch nie, seit wir von den Bäumen gestiegen sind, war die Menschheit so mächtig. Gleichzeitig hat sich der einzelne Mensch noch nie so machtlos gefühlt. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, was wir wirklich wollen. Was auch damit zu tun hat, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Wir sollten an den Anfang zurückkehren, um zu verstehen, wer wir sind. Colonel Harland Sanders. Is that right, sir? Right. Was auch immer Sie machen, Sie sehen zu gut aus, um zu arbeiten. Colonel Harland Sanders wird 1890 in Henryville, Indiana, geboren. Als er 6 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Seine Mutter muss 2 Jobs annehmen und ist oft tagelang unterwegs. Harland sammelt auf dem Feld Sassafrasknospen, die er seinen jüngeren Geschwistern als Essen zubereitet. Auf dieser Farm habe ich mal gearbeitet, wurde aber schon nach einem Monat gefeuert. Meine Mutter sagte, was soll bloß aus dir werden, du hast keinen Vater und ich brauche deine Hilfe. Danach schwor ich mir, einen neuen Job zu suchen und ihr zu beweisen, dass ich tüchtig bin. Nach vielen Rückschlägen hat Sanders die Idee, auf seiner Tankstelle nebenbei selbstgekochtes Essen anzubieten. Wir waren zu 5. Da öfter etwas Essen übrig blieb, haben wir ein paar Mahlzeiten verkauft. Die Kundschaft wächst schnell. Doch die Hähnchen in der Pfanne zu braten dauert zu lange. Sanders baut den damals noch neuen Druckkochtopf um und verkürzt dadurch die Garzeit auf 10 Minuten. Jetzt kann er der steigenden Nachfrage nachkommen. 1964 ist Sanders die Firma zu groß.
Er verkauft sie für 2 Millionen Dollar unter der Bedingung, dass der Qualitätsstandard erhalten und das Rezept unverändert bleibt. Würden Sie auch gerne mit frittiertem Hähnchen Millionen verdienen? Unserem heutigen Gast ist es gelungen. Man muss die Sachen richtig machen. Und gutes Essen zu kochen ist nicht leicht. Kentucky Fried Chicken! Banzai! Banzai! Sie haben den Ruf, es mit Ihrem Rezept sehr genau zu nehmen. Sie bestehen darauf, dass man das Essen auf Ihre Art zubereitet. Stimmt das? Das stimmt. Man muss es richtig machen. Doch davon haben wir uns entfernt. Durch den Verkauf meiner Marke an 2 Unternehmen ist die Qualität gesunken. Howdy, hier ist Colonel Sanders. Ich bin ja schon ein Weilchen weg, wie sich die Zeiten geändert haben. Der Typ kam vorbei und hielt eine kurze Präsentation. Er und seine Zahlen wirkten glaubwürdig. Er zeigte mir einen Kostenplan und meinte, dass ich selbst, wenn ich nur das Minimum verdiene, Gewinn machen würde. Der Landwirtschaft ging's schlecht, aber ich wollte die Farm behalten. Meine Kinder wären die 5. Generation hier. Ich dachte, das sei die Rettung. Wo war der Haken? Meine Frau riet mir davon ab. Aber ich sagte, das ist eine sichere Sache. Ich habe einen Vertrag. Doch seine Zahlen waren von vorne bis hinten frei erfunden. Ich machte mir Sorgen wegen der Schulden. Sie war 21, ich 25. Eine 250.000 Dollar ist eine Stange Geld. Ich habe von 2 auf 4 Ställe vergrößert. Doch nicht die Einnahmen verdoppelten sich, sondern die Kosten. Die Schulden wurden immer mehr. Doch du hast keine Wahl. Bei 500.000 Dollar Schulden unterschreibst du, auch wenn's scheiße ist. Diese Anlagen sind technische Meisterwerke aus Stahl und Plastik, aus rotierenden Rädern und mechanischen Armen, die eine immer gleiche Bewegung vollführen. Alles ist einzig und allein darauf ausgerichtet, immer mehr zu produzieren. Ist das Effizienz? Früher warst du ein unabhängiger, leidenschaftlicher Farmer, der hart arbeiten musste, aber zufrieden war. Heute machst du Schulden, betätigst Maschinen und bekommst Anweisungen von höherer Stelle. Aber du bist effizient. Warum machst du das? Mit deinen Maschinen ernährst du die Welt. Du gibst den Menschen das, was sie verlangen. Du willst das so. Du willst effizient sein. Und du willst niemandem schaden. Da war niemand, der dachte, wäre es nicht cool, Millionen Tiere unter abscheulichen Bedingungen aufzuziehen und ihr Leben kurz, elend und qualvoll zu machen? Und dazu noch die Flüsse zu verschmutzen und die Böden auszulaugen? Wäre das nicht eine großartige Geschäftsidee? Es gab kein bösartiges Genie, das diese Welt erschaffen hat. Wir sind dort Schritt für Schritt hingelangt und fragen uns jetzt, wie konnte das passieren? Die UN hat einen 400-seitigen Bericht mit dem Titel Livestock's Long Shadow veröffentlicht. Darin steht, dass bei Umweltproblemen wie Wasser- und Luftverschmutzung die Massentierhaltung zu den 2 bzw. 3 Hauptverursachern gehört. Außerdem ist sie maßgeblich für den Klimawandel mitverantwortlich. Die Frage ist jetzt, wie ändern wir das? Vor 1-2 Generationen haben noch viele Bauern Schweine auf diese Weise gehalten. Mein Wissen wurde von Generation zu Generation, von Großvater zu Vater zu Sohn weitergegeben. Es ist eine Lebensart und keine Fabrikarbeit, um Proteine zu produzieren.
Alle draußen? Sind Sie glücklich? Man merkt, dass Sie uns beobachten und aufmerksam sind. Zuerst rennen Sie weg und kommen dann zurück, weil Sie wissen wollen, was los ist. Das gehört zu Ihrem Naturell. Sie sind neugierig und intelligent. Sie mögen Gemeinschaft. Schweine leben in Gruppen und nur ungern allein. Fast alles, was wir zum Frühstück essen, stammt von unserem Hof. Das Gemüse aus dem Garten, die Eier von unseren Hühnern und die Würste von Neimenschweinen. Als ich in den 70ern mit der Schweinemast anfing, sagten alle, ich müsse meinen Hof vergrößern. Man zeigte mir die Anlagen und wie viele Tiere man da aufziehen könne. Mir reichte ein Besuch, um zu wissen, dass ich Tiere niemals so halten möchte. Wir haben den Begriff Freilandhühner. Warum nennen wir diese nicht Freilandschweine? Ich habe meine Schweine in San Francisco an Restaurants und Spezialitätengeschäfte verkauft. Ein Koch meinte, das ist das beste Schweinefleisch, das ich je gegessen habe. Ich habe schnell nach Farmern gesucht, die auch keine Massentierhaltung wollten. Am Anfang haben wir noch nicht ausgebildet, sondern nur Gleichgesinnte zusammengebracht. Doch wegen der steigenden Nachfrage habe ich das Netzwerk der Nyman Ranch Farmer aufgebaut, das heute aus rund 500 Bauern besteht. Das hier ist mit der Redewendung, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner gemeint. Weiter unten wird der Boden dichter. Die Kühe wissen, dass das Gras dort besser für sie ist. Es ist schmackhafter und energiereicher. Es ist sehr kräftig. Diese Fasern produzieren viel Milch und Fleisch. Der Fleischindustrie ist es gelungen, den Zusammenhang von Fleisch essen und Tiere töten zu verschleiern. Die meisten Leute wissen es nicht mehr zu würdigen, dass für ihre Ernährung Tiere geschlachtet werden. Wir haben die Pflicht, uns um die Tiere zu kümmern und ihnen ein bestmögliches Leben zu bieten. Bei uns hatten sie ein gutes Leben. Das gibt uns das Recht, sie zu töten und zu schlachten, um damit Menschen zu ernähren. Trotzdem nicht leicht. Wer mit Massentierhaltung groß geworden ist, hält sie für normal. Doch wenn die Konsumenten wüssten, was da abläuft, würden sie sich abwenden. J.
Um Truthähne zu verstehen, muss man so denken wie sie und ihre Sprache erlernen. Sie kommunizieren pausenlos. Sie haben eine eigene Sprache. Die verschiedenen Laute bedeuten unterschiedliche Sachen. Benjamin Franklin wollte nicht den Adler auf dem Präsidentensiegel. Für ihn war der wilde Truthahn das majestätischere, ehrenwertere Tier. Viele denken, Puten seien dumm und würden im Regen ertrinken. Das stimmt aber nicht. Dieser Mythos geht auf Truthahnküken zurück, die nicht richtig untergebracht waren und im Regen ertrunken sind. Meine Antwort darauf ist, wie lange würde ein Menschenbaby im Regen überleben? In diesem Fall war der Grund, dass man sich schlecht um die Tiere gekümmert hat. Doch was stimmt? Die industriell produzierten Puten, die sich die Leute zum Thanksgiving kaufen, sind tatsächlich dümmer. Was aber daran liegt, dass man sie in Ställen lässt, wo sie dümmer geworden sind, anstatt sie draußen zu halten. Ein Tier, das nichts macht, außer fressen, rumstehen und wachsen, muss auch nicht intelligent sein. Sie sind lebhaft. Dann begriff ich, warum in der industriellen Geflügelmast so viele Medikamente nötig sind. Gesunde Vögel brauchen sie nicht, aber kranke und mutierte schon. Puten sind heutzutage so überzüchtet, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Die Küken stammen alle aus Brütereien. Die Unternehmen wollen Futterkosten sparen, doch die Amerikaner lieben fettreiches Fleisch. Deshalb hat man Geflügel mit einem Übergewichtsgen gezüchtet, damit sie schneller wachsen und fetter werden. Würde ein menschliches Baby so schnell wachsen, wäre es mit 2 Monaten 300 Kilo schwer. Sie sind in Körpern gefangen, die ein normales Verhalten verhindern. Anormal ist das neue Normal. Vor 50 Jahren hätten solche Hühner nicht überlebt. Familienhöfe waren die ersten Kleinunternehmen. Durch die eigene harte Arbeit hatte man den Erfolg selbst in der Hand. Diese Idee ist in der amerikanischen Wirtschaft und Kultur immer schon tief verankert. In den 70er Jahren verlor die wirtschaftliche Unabhängigkeit an Bedeutung. Jetzt lag das Hauptaugenmerk darauf, dass alles möglichst billig sein sollte. Mach das Essen so preiswert wie möglich. Und solange es billig ist, fragt auch keiner, wie es hergestellt wird. Wir glauben immer noch, dass in der amerikanischen Landwirtschaft der Kapitalismus regiert und dass der Erfolg eines Farmers davon abhängt, wie gut er ist. Doch in Wirklichkeit ähnelt unser Agrarsystem eher dem der Sowjetunion. Es gibt Planwirtschaft und eine massive Besitz- und Machtkonzentration. In Springdale, Arkansas, steht ein Kontrollraum, in dem Leute am Computer darüber entscheiden, wie viele Hühner auf den Farmen in Georgia, North Carolina und Mississippi produziert werden. John Tyson und sein Sohn Don waren brillante Geschäftsleute. John Tyson begann damit, Obst von Arkansas nach Kansas City zu transportieren. Später waren es dann Hühner. So hat er angefangen. Er hatte Mut. Don Tyson war ein brillanter Visionär, aber gleichzeitig auch skrupellos. Er kam aus armen Verhältnissen. Der Nordwesten von Arkansas war eine der ärmsten Regionen des Landes. Er hatte nie viel Mitgefühl erfahren und empfand deshalb auch selbst nur wenig. Das Geflügelgeschäft war damals ziemlich einfach. Hühner zu mästen brachte Gewinn, also haben wir immer mehr produziert.
Doch mit dem Wachstum bekam er die gleichen Probleme, die ich heute habe. Die Nachfrage schwankte zu stark. Er brauchte ein Produkt, das immer gleich war und das ganze Jahr nachgefragt wurde. 12 Jahre lang sagte er den McDonald's-Leuten, mein Hühnerfleisch ist billiger als Rind oder Schwein. Und nach 12 Jahren verstanden sie seine Vision. Chicken Nuggets. Ihm gelang es immer, das Risiko und die Verluste auf andere abzuwälzen. Vor allem auf seine Farmer, die bei Problemen die Zeche zahlten. Er erfand das Turniersystem, ein geniales machiavellisches System, das heute alle diese Firmen verwenden. Das Besondere daran, den Farmern wird für ihre Tiere ein Abnahmepreis vorgegeben. Bei Produkten wie Mais oder Bohnen wird dieser vom Markt bestimmt. Die Hühnerfarmer dagegen werden nach diesem Turniersystem bezahlt. Dabei fasst man die Farmer einer Region zusammen. Dann wird ermittelt, wie effizient sie ihre Tiere gemästet haben in Bezug zu der eingesetzten Futtermenge. Je nach Ergebnis erhält der Farmer entweder den Premiumpreis oder seine Einnahmen werden gekürzt. Mit dem Geld aus den Kürzungen wird der Bonus finanziert. Jeder Farmer weiß also, mein Erfolg geht auf Kosten meines Nachbarn. Das spaltet die ländlichen Gemeinschaften. Die Farmer kooperieren nicht mehr und tauschen keine Informationen aus. Wer versucht, die Resultate zu vergleichen, kann verklagt werden. Ich will nicht, dass meine Kinder das fortführen. Ich vertraue darauf, dass sie schlau genug sind, um die Fehler ihres Vaters nicht zu wiederholen. Es war ein großer Fehler, an dem ich selbst schuld bin. Ich werde sie da raushalten. Mein 13-jähriger Sohn war noch nie hier drin. Meine anderen Kinder auch nicht. Ich kenne keinen Geflügelbauern, der zufrieden ist. Der Umgang mit uns ist respektlos. For what we are to this business. Sie behandeln uns wie Leibeigene. Like a servant. Somebody called it indentured. Einer nannte es Schuldknechtschaft, doch es ist noch schlimmer. I trade places with him. Der Knebelvertrag, den Craig Watts unterschrieben hat, degradiert ihn zum Verwalter seiner eigenen Farm. Ihm gehören nur die Gebäude, die toten Tiere und der Abfall. Seine größte Sorge ist, wie er seine Kinder vor der Schuldenfalle schützen kann. So ergibt das Leben als Farmer keinen Sinn. Er ist mental erschöpft. Wir fahren ins Central Valley in Kalifornien, in Richtung der Stadt Tulare, auf der Suche nach den Spuren eines verschwundenen Sees. Der Tulare Lake war einmal der zweitgrößte Süßwassersee der USA. Vor Ankunft der europäischen Einwanderer siedelten an seinen Ufern noch zahlreiche Ureinwohner Amerikas. Die Yokut ernährten sich von Wild, Fisch und Pflanzen rund um den See. Der Tulare Lake war auch ein wichtiger Zwischenstopp für Millionen Zugvögel. Der fruchtbare Boden und die Wasserressourcen lockten zahlreiche Siedler an. In den 1850er Jahren verordnete der Gouverneur von Kalifornien die Vertreibung der hier ansässigen Ureinwohner. Um Felder und Höfe mit Wasser zu versorgen, wurden die Zuflüsse des Tulare Lakes umgeleitet. Die Vorreiter der Agrarindustrie hielten ihre Rinder nicht mehr auf den Weiden, sondern in dicht gefüllten Feedlots. Wir fahren durch den ausgetrockneten Seeboden, vorbei an riesigen Milchbetrieben, die heute die Gegend dominieren.
Er ist wieder hinter uns. Mal sehen, was er macht. Bleiben Sie von den Grundstücken fern. Das ist eine Bundesstraße. Wir machen nichts Verbotenes. Alles klar? Danke. Okay. Yeah, that's good. Er überholt. Wow. They want to get a picture of this too. Good eye. Right at that angle. So it should be it. Los, weg. Here he comes. Er kommt. Er kommt! Neun Milliarden Nutztiere. Ihr Leben ist endloses Leid, von der Geburt bis zur Schlachtung. Prozent der Amerikaner essen Tierprodukte und machen sich damit zu Komplizen der Misshandlungen. Könnten Sie sehen, was passiert, würden Sie es moralisch verwerflich finden. Die Jobs in den Schlachthöfen sind die schlimmsten, die es gibt. Trotzdem essen alle ständig Fleisch. Was bedeutet, dass man mit seinem Geld jemanden bezahlt, der den Tieren die Kehle aufschneidet und Schweine ohne Betäubung kastriert. Selbst auf den sogenannten Humane Farms und Freilandhöfen werden den Hühnern die Schnäbel gekürzt. Das Ausmaß der Misshandlungen bei der Haltung, beim Transport und im Schlachthof würde viele erschüttern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Menschen zu der Überzeugung gelangen, dass es besser ist, keine Tiere zu essen. Heute werden die Truthähne für Thanksgiving abgeholt. Ich hasse diesen Tag. Es macht mir keine Freude, die Puten in den Tod zu schicken. Aber nur so kann ich meine Arbeit finanzieren und die gefährdeten Arten retten. Wenn wir wollen, dass sie überleben, müssen wir sie essen. Fährst du oder Dad? Er. Wohin? Sie laden hier ein. Schon als kleiner Junge wollte er das machen. Mit 8 hat er 12 Truthähne gekauft und sie großgezogen. Als sie halb ausgewachsen waren, haben die Kojoten sie gerissen. Alle, bis auf einen. Er war dann viele Jahre der Einzige. Eines Tages, als meine Frau die Kinder mit dem Auto von der Schule abholte, hat sie ihn versehentlich überfahren. Sie sprang raus, drehte ihm den Hals um und ließ ihn ausbluten, damit wir ihn noch essen konnten. Der ist sehr alt. Ihr müsst ihm hochhelfen. Später hatte er immer welche. Das muss funktionieren. Ich habe oft darüber nachgedacht. Es ist meine Aufgabe, den Leuten zu zeigen, dass zu Nachhaltigkeit auch Wirtschaftlichkeit gehört. Auch die Vögel müssen ihren Preis zahlen. Ein Farmer muss von seiner Arbeit leben können. Es stimmt nicht, dass alte Putenrassen klein sind und wenig Fleisch haben. Seht euch die schönen, runden Brüste an. Ihre Aufzucht dauert 6-7 Monate. Sie beginnt mit dem Ausbrüten und endet mit der Schlachtung. Das muss einem bewusst sein. Ich liebe meine Puten und weiß, was jetzt kommt.
Bauern außerhalb der industriellen Landwirtschaft haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das größte Problem für Farmer wie Frank Rees ist der Zugang zu kostengünstigen Schlachthöfen. Denn die meisten Schlachthöfe nehmen keine Aufträge von Kleinkunden an. Der amerikanische Farmer, einst unabhängig und ein wichtiges Element der amerikanischen Gesellschaft, ist heute meist ein von Großunternehmen abhängiger Kleinbauer. Wir haben unsere Truthähne zu einem Schlachthof in Nebraska geschickt. Wir wussten aber nicht, dass die Firma kurz vor der Pfändung stand. Die Arbeiter haben die Därme beschädigt und das Fleisch verunreinigt. Deshalb haben es die Kontrolleure nicht freigegeben. Doch das interessierte niemanden. Die Puten waren nur Objekte auf dem Fließband. 40% unseres Putenbestands wurden vernichtet. Wir haben fast die gesamte Lieferung verloren. Es waren insgesamt 2600 Puten im Transporter. Diese großen Firmen verstehen das einfach nicht. Hier beginnt das Mark-Gelände. Man erkennt es an den großen Betonbunkern. Hier wurde im Zweiten Weltkrieg Munition produziert und gelagert. Nach Ende des Krieges wurde die Anlage dem Landwirtschaftsministerium übergeben. Daraus entstand das MARC, das vermutlich größte Viehforschungszentrum der Welt. Hier wurde in den letzten 50 Jahren über $1 Milliarde ausgegeben, die vom Kongress bewilligten Gelder dienen der Maximierung der Fleisch- und Milchproduktion. Ich habe hier die Hälfte meines Lebens als klinischer Tierarzt gearbeitet. Ich weiß, dass die Dreck am Stecken haben. Weiter hinten stehen die Schafe. Hier ist es, die Gebäude links. Bitte? Das Forschungszentrum. Vor 9 Monaten wurde ich rausgeworfen. Noch einer. Besuch. Sie ruft den Sicherheitsdienst, aber wir machen nichts Verbotenes. Über die Jahre wurde mir klar, dass einige der Experimente für mich nicht tragbar sind. Einmal operierte eine Technikerin 60 Schweine, benutzte aber zu feine Nadeln und eine falsche Nahtform. 2 Tage später fielen den Schweinen die Gedärme raus. Ein anderer Fall war das Projekt Pflegeleichtes Schaf, ein Versuch, die Natur zu überwinden. Man wollte Hausschafe in wilde Schafe umwandeln, da man sich um die weniger kümmern muss. Ein Veterinärstudent hatte die Aufgabe, jeden Tag Dutzende, manchmal sogar Hunderte tote Lämmer einzusammeln. Und noch ein Beispiel. An einem Samstag rief mich ein Techniker an, weil eine Kuh infolge eines Experiments nicht mehr aufstehen konnte. Um den Sexualtrieb eines Bullen zu ermitteln, steckt man ihn mit einer brünstigen Kuh in einen Stall. Dann misst man, wie oft er sie in 15 Minuten besteigt. Doch in diesem Fall hatte man die Kuh mit 6 Bullen eingeschlossen. Keine Ahnung, was das sollte. Bei ihr waren beide Achillessehnen gerissen und die Hinterbeine gebrochen. Sie wurde zu Tode vergewaltigt. Danach fing ich an, Fälle von Misshandlungen zu dokumentieren. Vorfälle, die ich sah oder von denen ich hörte. Irgendwann wurde mir klar, dass ich die Reißleine ziehen muss. Ja,
Ich dachte, ich könnte unerkannt einem Journalisten der New York Times mein Material übergeben. Doch ein anderer Veterinär sah mich mit ihm. So wurde ich enttarnt. Wieder der rote Wagen? Wahrscheinlich Security. Anhalten? Fahr einfach weiter. Wir gucken nur. Sie haben eine Kamera. Stimmt. Wofür? Zum Film. Das ist Staatsbesitz. Ausweis? Sind Sie Polizistin? Nein. Dann nicht. Ich kenne meine Rechte. Sie notiert das Kennzeichen. Sie können fahren. Okay. Einige Stunden später bekommen Jim und Connie Keene Besuch von einem FBI-Agenten, der für Ökoterrorismus zuständig ist. Jim ist nicht vorbestraft, doch der Agent legt einen prallen Aktenordner auf den Tisch mit einem Farbfoto von Jim auf der ersten Seite. Nach diesem Erlebnis kauft Jim sich das Handbuch für den Whistleblower. Darin steht, 80% aller Whistleblower werden fertig gemacht. Das hat sich über 20 Jahre aufgebaut. Irgendwann kommst du an den Punkt. So wie alle anderen auch. Meiner war, als ich die Purdue-Werbung sah. Mein Vater hat immer gesagt, macht was Gutes. Das machen wir. Und wir sind transparent. Die Öffentlichkeit soll glauben, dass das normale Farmen sind. Ich bin vieles, aber kein Lügner. Das hat mir mein Großvater eingetrichtert. Er sagte immer, sei ehrlich, auch wenn's weh tut. Ich hatte Hühner mit 4 Beinen, ohne Augen und mit bakterienverseuchten Eingeweiden. Man riecht das, wenn man reingeht. Das ist übel. Viele sterben durch Herzstillstand. Das nennt sich Wasserbauch. Er färbt sich lila und füllt sich mit Flüssigkeit. Herz und Lungen arbeiten nicht mehr richtig. Und das hier ist auch nicht normal. Rubber. Wie Gummi. Ich kann die Beine falten. Sie sind so weich, dass sie nicht brechen. Viele können nicht aufstehen. Dieses hier hat starke Atembeschwerden. Das nennt sich Spitzenqualität, ohne Antibiotikum, Freilandhaltung und mit Tierwohlsiegel. Ich habe Ihnen Bilder von den aufgeschnittenen Tieren geschickt, aber es ist keiner gekommen. Hätte Craig mich eingeweiht, dass er die Situation auf diesen Farmen mit Filmaufnahmen an die Öffentlichkeit bringen will, dann hätte ich ihm davon abgeraten. Das Risiko ist einfach zu hoch. Unsere Organisation gibt es schon seit 37 Jahren. Wir haben bereits einige bedeutende Whistleblower vertreten und kennen uns damit aus. Das Unternehmen hätte ihn fertig machen können. Man kann sie nicht mit Steinen bewerfen und glauben, dass sie nicht zurückschlagen. Sie verteidigen ihre Marke mit allen Mitteln. Wir haben es zuerst über die Behörden versucht. Doch kurz nachdem man das Büro eines Abgeordneten verlässt, weiß auch schon der Industrievertreter davon. Aber mit Videoaufnahmen trifft man sie.
Ich bin Craig Watts. Ich produziere Hühner für Perdue Farms. Die New York Times griff das Video auf. Dann war es bei Reddit. Forbes, Washington Post, Reddit, New York Times, Wired. Die Wut war groß. Eine halbe Million Aufrufe in 24 Stunden, das hatte ich nicht erwartet. Die Firma schickte ihre Tierschutzexperten. 6 Besuche in 10 Tagen. Wie geht's heute? Unverändert. Sie meinten, die Zustände auf meiner Farm entsprechen nicht den Tierschutzstandards der Firma. Sie fragten mich, wie ich so als Gewinner im Turniersystem hervorgehen konnte. Sie wollten mich fertig machen. Was wollen Sie? Filmen. Aber nicht meine Farm. Warum nicht? Darum. Steigt in eure Wagen und verzieht euch. Ihr wollt mir was anhängen. Nein. Ihr wollt mich kaputt machen, schon seit Jahren. Was habe ich Ihnen denn getan? Ihr wollt mir schaden. Darum filmt ihr. Kamera aus. Wir wissen, wo die Gülle eingeleitet wird. Wir sehen die überlaufenden Becken, sehen, wie die Gülle in Flüsse und Bäche läuft und wo sie versprüht wird. Das Einzige, was wir nicht sehen, ist, was in den Anlagen geschieht. Das ist das dunkle Geheimnis dieser Industrie. Was verheimlicht die Agrarindustrie? Ist es das Leid? Umfragen zufolge ist eine deutliche Mehrheit gegen Tierquälerei und Umweltzerstörung. Bei kaum einem anderen Thema besteht so viel Einigkeit. Für die Industrie dagegen sind Tierleid und Umweltzerstörung vor allem Zahlen in ihrer Kosten-Nutzen-Analyse. Fleischproduzenten berechnen präzise, wie dicht am Tod sie Tiere halten können, ohne sie zu töten. Und wie weit wir die Natur schädigen können, ohne sie völlig zu zerstören. Ein Grund dafür ist die Forderung der Konsumenten nach billigem Fleisch. Sind wir es selbst, die etwas zu verbergen haben? Die Menschen haben ein Recht zu erfahren, was für Fleisch sie essen und wie die Industrie es herstellt. Wir verarbeiten täglich 19.000 Schweine. Ich habe vor 5 Monaten hier angefangen. Unsere Gesellschaft braucht Whistleblower. Doch weil die Großunternehmen das nicht dulden, werden Gesetze erlassen, um uns den Mund zu verbieten. In manchen Bundesstaaten ist das Fotografieren eines Massentierhaltungsbetriebes strafbar und gilt als Verbrechen. Das ist absurd. Meine vorrangige Aufgabe ist es, Leute zu rekrutieren, die bereit sind, da reinzugehen und dort auch zu arbeiten. Es ist schon schwer, Menschen zu finden, die da recherchieren wollen. Aber wir brauchen Leute, die die Arbeit beherrschen und die bereit sind, Teil des Systems zu werden und ein doppeltes Spiel zu spielen. Man kann ja nicht nur zuschauen, sondern muss den Job auch ausführen. Oft möchte ich mich nur noch im Hotel verkriechen. Wenn ich das Erlebte aufschreibe, erlebe ich alles nochmal. Niemand soll erfahren, was in diesen Betrieben vor sich geht. Aber das beschränkt das Recht des Einzelnen, mit anderen Informationen zu teilen. Und das ist gegen die Grundsätze unserer Verfassung. Diese Maulkorbgesetze sind dumm. Als die New York Times sie zum Thema machte, entstand der Eindruck, sie haben etwas zu verbergen. Wer angegriffen wird, sollte die Türen öffnen, anstatt sie zu verschließen. Ich sage immer, Hitze erweicht den Stahl. Versteckte Aufnahmen von Tiermisshandlungen erweichen auch den Stahl. Und plötzlich prescht die Industrie mit neuen Richtlinien zur Tierhaltung vor. Ihnen wurde klar, dass sie etwas ändern müssen. Große Unternehmen haben zwar wirtschaftliche Vorteile durch niedrige Preise, aber sie sind auch anfällig. Wir sind jetzt gleich beim ehemaligen und berüchtigten Hallmark Westland Schlachthof. Hier wurden Milchkühe getötet, die als unprofitabel galten.
Was gibt's? Wir schauen, was hier passiert. Ist das der Schlachthof? Das ist verboten. Kameras zu besitzen? Ihr müsst noch fragen, dann führen wir euch rum. Wir dürfen rein? Nicht, wenn ihr euch wie Terroristen verhaltet. Ihr könnt ja gerne gegen Massentierhaltung sein, aber viele sehen das anders. Und Sie machen Führung? Wir sind transparent. Die Mitarbeiter werden geschult und achten auf das Tierwohl. Die Farmer leben davon. Denkt ihr, ihnen wären die Tiere egal? Es gibt schlimme Sachen, aber das wird aufgebauscht und dadurch das Gesamtbild verzerrt. Wäre nett, wenn ihr jetzt verschwindet. Machen wir. In the 2000s, 2007 schleuste die Tierschutzorganisation Humane Society jemanden hier ein, um die schrecklichen Zustände zu dokumentieren. Kühe wurden mit Gabelstaplern bewegt und auf schreckliche Weise misshandelt. Gleichzeitig wurde das Fleisch dieser Kühe auf den Markt gebracht. Food supply. Ground beef from these diseased animals. Man hat das Hackfleisch kranker Tiere an Schulen verkauft. Die Enthüllungen führten zur größten Rückrufaktion von Rindfleisch in der Geschichte der USA. Ihr wurdet 1862 von Abraham Lincoln gegründet. Er nannte euch The People's Department. Heute schützt ihr die Agrarindustrie gegen Vorwürfe, verdorbenes Fleisch zu verkaufen und Nutztiere zu misshandeln. Obwohl eine eurer Kommissionen in ihren Ernährungsrichtlinien rät, weniger tierische Produkte zu essen, gebt ihr Unmengen an Steuergeldern aus, um Schulkinder weiter mit Fleisch- und Milchprodukten zu verpflegen. Während unabhängige Bauern ums Überleben kämpfen, steckt ihr Millionen in Werbekampagnen, um die Agrarindustrie zu stützen. Während Tausende Amerikaner erkranken und an Lebensmittelvergiftung sterben, lasst ihr zu, dass jede Woche Millionen infizierter Hühner verkauft werden. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung antibiotikafreies Fleisch will, ignoriert ihr alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und unterstützt die Fleischproduzenten weiter darin, Medikamente ins Futter zu mischen. Whistleblower, die den Job erledigen, für den ihr eigentlich geschaffen wurdet, werden von euch zum Schweigen gebracht. Es wäre eure Aufgabe, den Fuchs zu bewachen und nicht den Hühnerstall. Euer Name? Landwirtschaftsministerium. Das ist nicht mehr dieselbe Demokratie, für die ich vor 40 Jahren zu den Marines gegangen bin. Ich habe damals geschworen, die Verfassung der USA gegen ausländische und inländische Feinde zu verteidigen. Ich habe mich aber immer gefragt, gegen welchen inländischen Feind ich die Verfassung verteidigen soll. Das verstehe ich erst, seit ich im Umweltschutz aktiv bin und erlebt habe, wie diese Unternehmen Fleisch produzieren und den Gesetzgeber bestechen. Die Agrarpolitik muss besser werden. Jeder Landwirtschaftsminister, ob Republikaner oder Demokrat, lernt als erstes, dass Subventionen fließen müssen und dass der Fleischkonsum in den Ernährungsrichtlinien hervorgehoben werden muss. Sonst wird das in den nächsten Wahlen auf den Tisch gebracht. Die Agrarlobby zahlt der US-Regierung viel Geld, damit diese die Bevölkerung auffordert, ihre Produkte zu essen. Er kannte es schon aus seiner Kindheit. Und auch heute, wo er selbst Kinder hat, heißt es immer, zu einer gesunden Ernährung gehört Milch. Aber er hat zu viel gesehen. Er kann nicht ignorieren, was in einem Glas Milch steckt. Heutige Milchkühe werden künstlich befruchtet. Würde mir auch nicht gefallen. Sofort nach der Geburt trennt man die Kälber von ihren Müttern. Die weiblichen Kälber werden zu Milchkühen großgezogen, die männlichen kommen in die Kalbs- oder Rindfleischproduktion. Um das Melken zu erleichtern, werden manchen Kühen die Schwänze gekürzt. Milchkühe sind für eine maximale Milchausbeute gezüchtet. Sie geben rund 10-mal mehr Milch als gewöhnliche Mutterkühe. Eine häufige Folge sind Brustdrüsenentzündungen und andere schmerzhafte Infektionen. Ist eine Kuh erkrankt, gelangen weiße Blutkörperchen in Form von Eiter in die Milch. Wer seinem Kind ein gesundes Glas Milch vorsetzt,
weiß davon meist nichts. Nachdem ich enttarnt wurde, wollten sie mich rausschmeißen, was ich dank meiner langen Amtszeit verhindern konnte. Doch ich wurde nach Lincoln versetzt. Meine Familie ist geblieben. Die vielen anderen negativen Folgen hatte ich nicht vorhergesehen. Die letzten 5 Jahre waren schwierig. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben einmal so sein würde. Natürlich ist es für eine gute Sache. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass es mit uns als Familie anders gelaufen wäre. Tut mir leid. Er wollte es unbedingt machen. Und es hat viel Gutes bewirkt, aber auch Schlechtes. Er war in den letzten Jahren als Vater kaum präsent. Deshalb musste ich die Rolle beider Elternteile übernehmen. Die familiären Probleme sind viel schlimmer als die auf der Arbeit. Die vielen Gefühle. Und ich wurde gegen meinen Willen nach Lincoln versetzt. Das haben wir davon. Die Nyman Ranch-Bauern verkaufen 3000 Schweine pro Woche. Demgegenüber stehen 400.000 Schweine, die in den USA täglich geschlachtet werden. So gesehen sind wir noch sehr klein, doch die Nachfrage steigt. Wer auf dem Land lebt, fürchtet nichts mehr als den Bau eines Betriebes mit Massentierhaltung nebenan. Die Gesetze erlauben es, wenn der Abstand 550 Meter beträgt. Ein benachbarter Farmer ist in das Geschäft eingestiegen. Manchmal weht der Gestank aus der Anlage zu uns rüber. In jedem Stall werden ca. 2500 Schweine gehalten. Die gehören aber nicht dem Farmer, sondern einem Unternehmen. Einem anderen Nachbarn ist es egal, ob er an den Schweinen verdient. Er will mit der Anlage Dünger herstellen. Paul Willis hat sein ganzes Leben lang Schweine aufgezogen. Doch die Schweinemast, so sagt er, sei etwas für junge Leute. Letzten Winter hat ein Farmer seine letzten Tiere aufgekauft. Alles Nachfahren der Schweine, mit denen er in den 1970er Jahren begonnen hat. Auch Bauern wie Paul sind zu einer aussterbenden Rasse geworden. Es ist ungewiss, ob sein Wissen über die traditionelle Schweinemast in der neuen Generation fortbesteht. Ich habe alles dafür getan, dass diese Vögel leben. Ich habe schon ihre Eltern und Großeltern aufgezogen und mich um die Eier gekümmert. Ich habe die Küken versorgt und war monatelang mit ihnen auf der Weide. Manche meiner Puten sind die letzten ihrer Art. In dieser Arbeit finde ich meinen Glauben. Die Verbindung zur Natur und den Tieren ist für mich eine religiöse Erfahrung. Gottgefällig zu sein bedeutet nicht, Großes zu tun, sondern kleine Dinge mit Hingabe. In meiner Kindheit wurde das Schöne noch geschätzt. Ich habe damals viele Farmer besucht. Auf ihren Feldern sah man Scharen von Plymouth Rocks und Bourbon Red Turkeys. Zu den Freuden ihrer Arbeit gehörte auch dieser schöne Anblick. In der heutigen Landwirtschaft gibt es das nicht mehr.
Wie soll man ein Tier lieben, das durch Züchtung so verändert wurde, dass es nach 6 Wochen sterben muss? Ich wollte wissen, warum die Milliarden Vögel in der industriellen Geflügelmast mit Antibiotika gefüttert werden. Der Grund ist nicht, dass sie krank sind. Ohne Medikamente könnten sie in den dreckigen, überfüllten Ställen nicht überleben. Und weil ihre Körper so verändert wurden, dass sie 4-mal schneller wachsen als auf natürlichem Wege. Fast 80% aller hergestellten Antibiotika werden für Tiere in Massentierhaltung produziert. Dieser konstante Fluss von Antibiotika ist für die industrielle Landwirtschaft so überlebensnotwendig wie Luft und Wasser. Eine Folge davon ist die Entstehung sogenannter Supererreger, mutierte Bakterien, die gegen die eingesetzten Antibiotika resistent sind. Jährlich sterben Zehntausende Amerikaner an Krankheiten, die früher leicht zu behandeln waren. Die Massentierhaltung ist eine Petrischale für resistente Erreger und Grippeviren. Eine perfekte Umgebung zur Züchtung von Krankheiten. Vögel, vor allem Wasservögel, begegnen und vermischen sich. So entstanden die Vogelgrippe und auch die Schweinegrippe. Was neu ist, Geflügel wird mittlerweile überall auf der Welt in Massentierhaltung produziert. In den Anlagen stehen Millionen Vögel dicht gedrängt nebeneinander. Krankheiten können sich dort in wenigen Stunden auf alle Tiere ausbreiten. Und es besteht das Risiko, dass sich diese Viren auf Menschen übertragen. Es drohen gefährliche Pandemien wie die spanische Grippe von 1918. Während bei Grippewellen oft Kinder und Ältere die Opfer sind, tötete die Pandemie von 1918 vor allem Menschen zwischen 20 und 40. Die internationale Schifffahrt trug wesentlich dazu bei, dass sich das Virus weltweit ausbreitete. Schätzungen zufolge erkrankte damals ein Drittel der Menschheit. In nur 25 Wochen forderte die Pandemie 25 Millionen Todesopfer. Heute ist die massenmordende Grippewelle von 1918 eine fast vergessene Episode aus einer fernen Vergangenheit. Das Virus ist immer noch da, aber wo steckt es? Ist es bereits unterwegs auf den Flügeln eines Vogels? Imagine 2500 solcher Senkgruben, aufgeheizt durch die Sommersonne von North Carolina. Wer glaubt, dass er nicht gefährlich ist, wirklich naiv. Das Hochwasser hat sich mit Millionen Liter Schweinegülle vermischt. Um das Ausbrechen von Krankheiten zu verhindern, transportiert die Regierung mobile Verbrennungsanlagen in die betroffenen Gebiete. Es wird etwas Schlimmes in den USA passieren. Vielleicht eine Schweinepest oder eine Vogelgrippe. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber nur ein Dummkopf sieht das nicht. Ein Entsorgungs-LKW. Wir schaffen die Grundlage für eine Katastrophe. Der Ausbruch einer tödlichen Grippeepidemie ist nur noch eine Frage der Zeit. Franks Tiere sind von Anfang an draußen auf dem Feld. Dort haben sie Kontakt mit Krankheiten und Wildtieren und sind dadurch immunisiert. Doch man kann die Weltbevölkerung nicht mit Freilandgeflügel ernähren. Die braucht bald nicht mehr nur 50 Milliarden Hühner, sondern das Doppelte. Oder wir ernähren uns vegetarisch. In China brach die Vogelgrippe aus. Als Gegenmaßnahme wurden viele Tiere getötet. Aber über die Ursachen hat man nie sehr intensiv nachgedacht. In unserer Kindheit gab es nur selten Fleisch. Wenn wir mal ein kleines Stück bekommen haben, war es etwas Besonderes und Wertvolles. Heute ist das anders. In jeder Mahlzeit muss Fleisch sein. Wir haben uns mehrere Schweinefarmen angesehen,
Der Boden war oft mit Injektionsnadeln übersät. Daneben lagen leere Antibiotika-Ampullen. Da habe ich mich gefragt, wie kann ich diese Tiere essen? Ihre Körper sind mit Antibiotika vollgepumpt. Ich bin seitdem Vegetarierin. Die Bevölkerung von China und Indien wird bald auf 3 Milliarden Menschen angewachsen sein. Ihre Essgewohnheiten nähern sich den unseren immer mehr an. Die weitere Entwicklung in diesen Ländern wird die ganze Welt beeinflussen. Unter den Dingen, die mich geprägt haben, war dieser Ort ein ganz wichtiger. Hier sind ein paar. Hey, Pups. Mir fiel es schwer, zwischen den Tieren im Stall und den Haustieren zu unterscheiden. Die einen wurden gehütet und die anderen geschlachtet. Eine eindringliche Erfahrung, die mich zu meiner heutigen Arbeit motiviert hat. Es stimmt nicht, dass man tierisches Eiweiß nicht durch pflanzliches ersetzen kann. Die wichtigen Bestandteile von Fleisch findet man auch in Pflanzen. Warum sie also nicht aus Pflanzen gewinnen? Unser Fleischersatz wird durch Erhitzen, Kühlen und Extrusion hergestellt. Damit viele Leute pflanzliche Lebensmittel essen, müssen sie Fleisch ähneln. Und das ist machbar. Wir müssen nur genug investieren, um diesem Anspruch zu genügen. Wir haben bisher 3200 Pflanzen getestet und 11 ausgewählt. Man kann sie vielseitig einsetzen. Als Backbindemittel, zum Aufschäumen oder als Rührei-Ersatz. Pflanzen sind sehr vielseitig. Das können wir nutzen. Und auf diese Weise schonen wir die Ressourcen. Etwas, das wir alle wollen. Die meisten Menschen essen Fleisch, weil es gut schmeckt, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und weil es bequem ist. Aber niemand isst Fleisch wegen der Art der Herstellung, sondern trotz der Art, wie es produziert wird. Es stimmt, dass aktuell sehr viel Fleisch konsumiert wird. Aber wenn die Menschen die Wahl hätten zwischen gesunden, nachhaltigen und tierfreundlichen Produkten und denen aus Massentierhaltung und Schlachthäusern, dann würden viele die Produkte aus pflanzenbasierter Herstellung wählen. In 1889 schrieb die New York Times auf der Titelseite: Edisons Gaslichtersatz setzt sich durch. Vor gut 100 Jahren galt Strom noch als Gaslichtersatz. Doch weil er praktisch und erschwinglich war, war er schon bald kein Ersatz mehr und wurde dann Elektrizität genannt. Ein Jahr, nachdem Frank Rees die Hälfte seiner Puten durch die unsachgemäße Schlachtung verlor, ist die Zukunft seines Hofes ungewiss. Ein Freund und Nachbar hilft ihm bei der Buchführung. Achtung, nicht so! Wir haben alles nochmal durchgerechnet. So schlecht, wie es letztes Mal durch das Schlachtproblem war, kann es nicht werden. Und dank der Veränderung bist du im grünen Bereich. Es ist das erste Jahr, in dem du Gewinn machst. Darauf kann man aufbauen. Ich kann mit der Massentierhaltung nicht mithalten. Das will ich auch gar nicht. Ich kümmere mich nur um meine Arbeit. Ben hat vor ein paar Wochen ein paar Frauen zu Besuch mitgebracht. Eine von ihnen fragte mich, welches von diesen Tieren ist Ihnen das Liebste? Welches möchten Sie behalten? Ich sagte, das ist so, als würden Sie mich fragen,
17 Monate hing ich arbeitstechnisch in der Luft. Ich musste mich entscheiden, nach Lincoln gehen oder den Job verlieren. Ich hatte keine Wahl. Connie und ich werden uns scheiden lassen. Das war das größte Opfer an dieser Geschichte. Ich hoffe, dass Connie und ich eines Tages wieder Freunde werden. Ich arbeite jetzt seit 3 Monaten als Aktivist für die Humane Society. Es war der nächste logische Schritt, vom Zweifler zum Whistleblower zum Aktivisten. Das System ist grausam. Ich frage mich, wie ich das übersehen konnte. So wie jemand, der fehlsichtig ist, eine Brille aufsetzt und die Welt plötzlich ganz anders sieht. Genau so war's. Ich mag diese Arbeit lieber als meinen vorherigen Job und fühle mich jetzt viel wohler in meiner Haut. Much more comfortable in my own skin. Ich würde es immer wieder so machen. I do it again. Wir dachten, wir gehen einfach zum Gouverneur von North Carolina und sagen, es gibt ein Problem, das wissenschaftlich belegt ist. Beheben wir es. Wir haben die Quelle der Verschmutzung gefunden. Wir haben der Öffentlichkeit und der Regierung Belege vorgelegt. Aber wir haben es nicht geschafft, jemanden dazu zu bringen, etwas dagegen zu tun. Here it is now, 20 Jahre später, und die Becken sind immer noch da. Das Problem betrifft nicht nur die, die sich dagegen wehren, sondern die ganze Gesellschaft. Es ist die Art, wie wir Fleisch produzieren und die Tiere behandeln, wie wir die Umwelt und unsere Gesundheit schädigen. Wie wir mit den Gemeinden umgehen und mit den Menschen, die in diesen Gegenden leben und nirgendwo anders hin können. Es ist eine traurige Situation, die mich wütend macht und manchmal in den Wahnsinn treibt. Eine Industrie, die die Gesellschaft im Würgegriff hält. Come on, let's go. Come on. What time you get off ballet? Wann ist Ballett? Um 6? Manchmal bin ich müde. Übt ihr noch den Nussknacker? Meine Zeit auf Erden läuft ab. Ich frage mich dann, ob es nicht besser wäre, die verbleibende Zeit zu genießen. Aber dann denke ich an meine Enkelkinder, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Für mich ist noch genug da. Aber gilt das auch für meine Tochter, meine Enkel und meine 2 Urenkel? Is there enough left? You know what? Connecting. Okay, it is connecting now. There's gotta be a... Wir müssen das stoppen. There's gotta be a limit. That was slow.
Duplin County traffic, Skyline on the roll, runway 23 Duplin County, departing to the southeast. Es wird immer jemanden geben, der Widerstand leistet und die Öffentlichkeit aufklärt. Ich will nach Hookerton. Auf dem Rückweg fliegen wir dann über den Contentney Creek nach Grifton. Die Menschen müssen begreifen, dass es zwei Arten von Gesetzen gibt. Die Gesetze des Menschen und die der Natur. Das letzte Wort hat die Natur. Und das wird auch mich und dich betreffen und nicht nur die Übeltäter. Dieses Gebiet ist überflutet. Wenn sie ein Gesetz machen, das es mir verbietet, von der Autobahn oder vom Flugzeug aus zu fotografieren, dann sollen sie mich einsperren. Man wird versuchen, mir diese Rechte zu nehmen, aber wir werden uns wehren. Nach der Veröffentlichung des Videos habe ich noch ein Jahr als Geflügelfarmer gearbeitet. Doch für mich war das Thema durch. 2016 habe ich den Vertrag gekündigt und mit 50 ein neues Leben angefangen. Ich wachte in der Nacht auf und hielt die Hände vors Gesicht. Es war 3 Uhr morgens. Als meine Frau wach wurde, fragte ich sie, kann ich mit der Hühnermast aufhören? Sie meinte, habe ich dir schon vor 2 Jahren gesagt. Es macht mir etwas Angst. Ich habe kleine Kinder und wollte mit 50 weiter sein. Das ist kein Bilderbuchende. Wir können nur auf eine sanfte Landung hoffen. Auch Scheiße fließt bergab und ich stand unten. Aber es ist ein gutes Gefühl, nicht mehr für Purdue Farms zu produzieren, die mich als Verbrauchsmaterial sehen und nicht als Menschen. Bei dieser Arbeit habe ich im Prinzip nur Einheiten produziert. Ist das noch Landwirtschaft? Denke nicht. Mit dieser Art Lebensmittelproduktion sollen meine Kinder nichts zu tun haben. Das hat keine Zukunft und wird auch nicht besser. Die Nachfrage nach Fleisch wird steigen. Doch so, wie diese Unternehmen expandieren, werden wir eines Tages etwas ändern müssen. Dieses die Welt ernähren Mantra ist total verrückt. Das schaffen wir schon jetzt nicht mal hier in der Gegend. Es ist nur ein Vorwand, um das bestehende System zu rechtfertigen. Um die Tiere zu füttern, wird viel Soja, Weizen und Mais angebaut. Ackerland aber ist endlich. Dieses System ist nicht tragfähig. Irgendwann müssen wir weniger Fleisch essen. Mit jeder Mahlzeit geben wir unsere Stimme ab. Farmer sollten verschiedene Sachen anbauen. Es wird wieder mehr traditionelle Tiermast geben. Schweine auf dem Feld, Rinder auf der Weide und auch Hühner, die draußen rumlaufen. Das Motto lautet, zurück in die Zukunft. Wer nur eine Sache produziert, macht sich von den Rohstoffpreisen abhängig. Wer alles auf eine Karte setzt, hat keine Absicherung. Mich fasziniert die Frage, was war hier, bevor Millionen Tonnen Mais angebaut wurden? Nirgendwo wurde die Landschaft so stark verändert wie in Iowa. 99,9% der Prärie sind verschwunden. Weil ich die Frage beantworten wollte, habe ich das hier gepflanzt und es keine Sekunde bereut. Hektar renaturierte Hochgrasprärie. Es ist eine Naturoase. Hier leben Säugetiere, Dachse, Füchse und Stinktiere. Ich entdecke immer wieder was Neues. Die Samen waren alle noch in der Erde. Auch die Teiche habe ich nicht besetzt.
Und jetzt sind da zwei Fischarten drin. So sah es hier die letzten 10.000 Jahre aus. Das bereichert mein Leben wesentlich mehr als ein weiteres Maisfeld. Es sollte einen Ort geben, wo Farmer die traditionelle Landwirtschaft wiedererlernen können. So besser zu lesen? Schlechter. Mir gefällt's an der Mauer. Diese Art der Landwirtschaft und der Tiermast wird heute nicht mehr gelehrt, weil alle staatlichen Universitäten von der Industrie kontrolliert werden. Da sitzt das Geld. Der Bau wird dauern, doch wir denken Schritt für Schritt. Weit genug nach hinten, damit Busse wenden können. Um etwas zu ändern, müssen wir das ganze System umbauen. Die industrielle Landwirtschaft wird sich nicht durch Gesetze, Bestimmungen oder Geldstrafen umstimmen lassen. Das klappt nicht. Das bestehende System kann nur durch ein neues ersetzt werden, das immer mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Eine Farm und ein Bundesstaat nach dem anderen. Das ist meine Mission. Aber das Ergebnis werde ich nicht mehr leben. Als mein Mentor im Sterben lag, habe ich ihm gesagt, dass ich nicht nur die Tiere erhalten will, sondern auch die Erinnerung an die Menschen. Was mich antreibt, ist die Liebe zu den Vögeln, aber auch die Zuneigung zu den Menschen, die das hier bewahren und am Leben erhalten wollen. To keep something going.